Store-Manager bei Peek & Cloppenburg ist im Allgemeinen für den Umsatz verantwortlich und natürlich auch für die Mitarbeiter. Ein Store-Manager koordiniert alle Abteilungen im Haus und ist am Ende dafür verantwortlich, dass alles genau so läuft, dass wir dem Unternehmenszweck entgegenkommen. Ja, wenn ich ins Verkaufshaus komme, dann schaue ich natürlich zuerst mal, wie die Zahlen vom Vortag waren. Das heißt, was lief gut, was lief weniger gut und was müssen wir vielleicht für den heutigen Tag verbessern. Danach ist ganz, ganz wichtig, dass du als Store-Manager für deine Mitarbeiter da bist. Ich gehe in alle Fachbereiche, begrüße alle meine Mitarbeiter im Bereich Dekoration, im Bereich Kasse, im Bereich Filiallogistik und bin für deren Belange zuständig. Besonders viel Spaß macht mir eigentlich die Interaktion mit meinen Mitarbeitern. Das heißt, wir führen ganz viele Mitarbeitergespräche. Wie läuft die Fläche? Wie performen einzelne Marken? Was macht auch den Mitarbeitern Spaß? Als nächstes sehe ich natürlich unsere Auszubildenden. Ich sehe jeden Tag, wie die sich weiterentwickeln, wie sie vielleicht sogar einen Kundenlob bekommen. Und das ist für mich immer ein kleiner eigener Erfolg auch. Ja, für mich ist die größte Herausforderung, dass ich die Vermittlerrolle zwischen dem Unternehmen und zwischen dem Mitarbeiter habe. Das heißt, auf der einen Seite muss natürlich der Mitarbeiter Spaß an seinem Job haben und gerne zu uns ins Geschäft kommen. Und auf der anderen Seite gibt es das Unternehmen, das sein Ziel des Umsatzes verfolgen möchte. Wenn man bei Peek & Cloppenburg Store Manager werden möchte, muss man definitiv zahlenaffin sein. Das heißt, ich muss meinen Umsatz vom Vortag auswerten können, ich muss mein Haus prüfen können auf Rentabilität. Auf der anderen Seite muss ich definitiv ein Gespür für den Mitarbeiter haben. In Recruiting-Prozessen muss ich schauen, welcher Mitarbeiter passt zum Team und ich muss auch tagtäglich für die Belange meiner Mitarbeiter da sein. Zudem muss ich als Store Manager stressresistent sein. Das heißt, ich muss mir überlegen, welche Aufgabe ist jetzt und heute wichtig und welche Aufgabe kann ich vielleicht auch auf morgen vertagen.